Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Enemy. Ja, hallo, ich bin's, der Black. Und der Lü ist natürlich auch mit da. Und sind überhaupt alle mit da. Und wir freuen uns. Und ich freue mich ganz besonders, denn ja, es war eine ganz nette, lustige Runde in der letzten Folge. Lü haben wir auf jeden Fall davon abgehalten, dass er fortgeht. Das ist ja auch schon mal was wert. Und ist eigentlich egal halt, ne? Also. Das macht halt nichts. Okay, gut. Ich merke gerade nämlich, ich muss eigentlich noch eins nach oben. Das ist blöd. Das ist wirklich doof. Das bedeutet, ich muss hier das Ganze hier auch noch wegräumen. Oh, das ist nervig ohne Ende. Oder wir werden hier nochmal, auf jeden Fall nochmal eine lange Zeit hier farmen. Oh. Ob ich denn die Dinger jetzt hier, warte mal, was war das hier, das hier? Oh, super, weil das habe ich jetzt hier nicht beachtet. Ich brauche ja hier 3 nach oben. Ich will das hier auf 5 machen. Dann ist das in Ordnung. Ja, wie gesagt, der Raum, der wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen. Aber deswegen ist es halt auch wirklich gar nicht so schlimm, dass der Black uns aufgehalten hat. Dann können wir da nämlich uns auch nochmal ein Stück weit einen besseren Plan machen, wie wir das jetzt hier am besten angehen wollen. Ups, okay. Also meine Idee wäre jetzt gewesen, halt wirklich loszugehen, ganz weit wegzugehen halt und dann halt zu sagen, okay, gut, aber wir müssen eigentlich, wenn müssten wir eigentlich dann jetzt hier in dieser Folge dann eigentlich wieder zurückkommen. Lalalala. Ja, halt wirklich mit dem Jetpack hat er halt auf jeden Fall einen ordentlichen Vorteil, ne? Ich weiß nicht, wie das Jetpack heißt, sonst würde ich es mir vielleicht auch craften. Weil du damit halt schon ganz schön schnell unterwegs bist, ne? Okay, ja, bevor wir gehen, können wir ja noch mal ein bisschen an den Jetpacks vielleicht herum experimentieren. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, aber ich denke, in der nächsten Folge wird, beziehungsweise wenn das hier ein paar Folgen hier fertig ist, dann wird das ja auf jeden Fall auch nochmal alles schneller gehen. Dann kann man hier vernünftig verzaubern und so weiter. Und alles ein bisschen schneller machen. So, zack, zack. Okay, so, jetzt halten wir das hier, wäre jetzt auf jeden Fall fertig. Okay, gut, jetzt haben wir hier auf jeden Fall genügend Platz, um irgendwelche Spawner hier irgendwas reinzusetzen. So, das hier muss auf jeden Fall noch weg. So, und das ist dann aber auch jetzt wirklich die letzte Etage, die dann abgetragen wird. Zack. So, können halt auch schon mal. Wie machen wir das jetzt? Machen wir den. Machen wir das hier leuchte Creeper Marmor? Machen wir das hier auch in dem Style? Decke und. Ja, können wir machen. Machen wir das so. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit für die Decke? Dann können wir ja mal schauen. Nehmen wir mal den Schüssel hier. Zack. Machen wir die Decke so hier zum Beispiel. Ja, okay. Die Decke so, dann haben wir auch nochmal einen kleinen Übergang oder nochmal was anderes. Ja. Ja, das ist okay. Das gefällt mir ganz gut. So, zack, zack, zack. Ups, nee, so nicht. Hier vorne müssen wir das dann auch nochmal wegtragen, ne? Ja. Und da fehlt dann auch nochmal einiges. 4 Minuten sagt die Uhr. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall diese Folge vermutlich sogar noch. Und ich habe schon wieder keine Pickaxe mehr. Das geht immer ganz schnell kaputt. Schauen wir mal. Also, Pickaxe. Okay. Nein, Spitz. Ja, haben wir gar nicht mehr. Oh. Ist dick. Nehmen wir mal Stock. Okay, das wahrscheinlich. Ja. Okay, und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Rubin. Oh, das Zeug ist weg. Okay, dann machen wir das so, zack.
Zack. Ja, super. So, jetzt fehlt mir halt natürlich auf jeden Fall auch wieder das Essen. Wow, also hier ist das Essen. Okay. Inventar ist schon wieder voll ohne Ende. Okay, kann man die wenigstens ein bisschen verzaubern, Programm. Ein bisschen, ne? Ja, zack. Effizienz, ja. Nur in Effizienz drauf. Yay. So, zack. Wir werden dann, sobald wir dann was jetzt hier drin noch verkleidet haben, mit dem Marble, wenn wir draußen dann mal noch diesen Trichter bauen, dann versuchen dann in der Zwischenzeit schon mal das Zeugsim reinzugeben und dann schauen wir mal. Können vielleicht auch mit gegebenenfalls mit zwei von den Spawnern arbeiten. Wenn wir halt erstmal keine Spinnen haben, müssen wir dann die halt gegebenenfalls später halt dann noch dazu geben. Also vielleicht finden wir da nochmal irgendwo eine Festung halt. Im Never. So, zack, zack, zack. Lalalala. So, wir haben hier das. Also wir haben hier echt verdammt wenig davon nur noch. Immer eh nur noch, da kriegen wir auch nur noch eine Reihe voll damit. Wir bräuchten dann halt von diesem verdunkelten Glas halt wirklich so viel. Okay, ich glaube, da müssen wir nochmal ins ME-System nochmal ein bisschen hineingeben. Lalalala. Und zack. Okay, Appetit rein, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Das rein, das rein, das, das, das. Und, ups. Wir könnten. Ja, Marmor. Können wir halt auf jeden Fall wieder ein bisschen mitnehmen hier. Zack. 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 Ich weiß gar nicht, wo die Energie teilweise herkommt. Kommt die? Nee, die kommt ja. Nee, wir haben ja momentan eigentlich überhaupt keine Energieproduktion. Ist das alles noch gespeichert irgendwo? Wie sieht das hier aus? Gar nichts mehr drin. Online ist das Ding auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall nichts mehr drin. So, das Cyanid gehen wir auch nochmal mit dazu hier zurück. Okay, und wir arbeiten hier einfach mal weiter. Ne, so, wir können hier nochmal ein bisschen schüsseln. Zack. Und wie gesagt, das Problem ist halt, wenn man halt einmal die Mods verändert, kann man dann halt wirklich wenig dran nur noch dran verändern. Muss dann halt einmal gebaut werden und muss hier auch stehen. Ist halt oben, kannst du vielleicht gleich mal eine Kleinigkeit dann verändern, das fällt mir gerade so noch auf. Zack, okay. Lalalalalalalala. Zack. Ach ja. Uhr sagt 8 Minuten, wir brauchen. Ja. Ich sag, wenn wir jetzt hier gleich. Wird auf jeden Fall gleich ein bisschen spannender. Hoffe ich. Mal schnell den Spaß hier noch abtragen hier. Ich brauche schon wieder chiseln. Und zack. Okay, Marmor wieder dabei. Damit machen wir hier ran. Okay. So, zwei Stück brauchen wir hier noch. Zwei rein. Und dann können wir uns jetzt hier dann gleich wirklich mit der Legierungsschmelze auseinandersetzen. Okay. Passt.
Ach, Mist, der daneben. Aber das macht nichts. Zack. Okay. So, das hätten wir. Ja, wie gesagt, jetzt hier noch das Zeug dann rein und dann passt das schon mal auch ganz vernünftig aus. So, dann bräuchten wir hier oben, bräuchten wir eigentlich, ja gut, das eine muss hier auch noch weg. So, dann würde der Raum sogar schon mal fast fertig sein dafür. Nehmen wir das hier noch ganz schnell weg. Machen den Part hier ein bisschen anders, glaube ich, hier draußen. Vorstellen könnte, ist, dass wir vielleicht halt wirklich mit diesen Lampen, wenn die, muss ich mal schauen, dass wir da vielleicht wirklich dann alle mal gleich mal gucken, vielleicht nochmal eingeben. Ja, ist auch noch weg. Zack, zack, zack. Hier nochmal die Wand. Schau mal, was man denn hier so schönes chiseln können damit. Okay, wir können hier auf jeden Fall der Creeper Marmor. Wir könnten hier das einfach so lassen. So, machen wir hier einfach Marmor Fliesen hier. Komm. So, zack. Marmor Fliesen da. Machen wir das hier auch nochmal. Marmor Fliesen. Zack. Da haben wir ja auf jeden Fall schön was zu tun hier damit. Ja. Okay. So, die Wand hätten wir. Dann gehen wir nochmal zur nächsten Wand. Hier wäre das dann. Das Eisen hier aber gleich noch mit hier, komm. Wenn wir schon mal mit dabei sind, ne? Können wir auch noch mal ein bisschen was für unser Lager tun. Okay, so. Das wäre halt auf jeden Fall die Wand. Okay, beziehungsweise hier die Wand müssten wir ja auch noch machen. Zack, 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 zack. Ja, da ist man halt auf jeden Fall gut beschäftigt, ne? Damit muss man halt echt sagen. Einfach nur hier eine komplette Wand halt auseinandernehmen. So, zack. Okay. So, das heißt, wir werden hier mal zack. So, lalala. Braucht man wirklich den gesamten Marble, den ich eigentlich für unten verwenden wollte? Braucht man jetzt hier, um halt wirklich einen einzigen Raum komplett so auszukleiden? Nicht gedacht. Okay. Nehmen wir mal noch das weg. Lalala. Zack, zack. So, hier brauchen wir noch die Schaufel und dann. Ja, ist eigentlich noch gut, wenn wir jetzt wirklich in dieser Folge noch anfangen würden mit dem Legierungsofen. Das hatte ich eigentlich auch gesagt. So, mal schauen. So, ich nehme jetzt hier mal noch ein bisschen. Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Und nochmal ein bisschen Marmor. Müsste dann eigentlich auch schon gewesen sein an Marmor. Gut. Okay. Lalala. Dann nehmen wir das hier rein. Und dann haben wir, was hat man gesagt? Ja, Marmorfliesen. Ne, erstmal. Genau. So für die.
So, Marmorfliesen haben wir hier da. Okay. Zack. So, zack, zack. So, wie gesagt, der Raum ist halt komplett selbst ausgehoben. Das dauert natürlich auch nochmal länger. Als wenn man das so dann händisch macht. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier noch? Wir können hier noch, jetzt hier eine Marmortafel. Das hier oben passt dann, glaube ich, auch ganz gut zu dem. Dem Rest, was ich da noch vorhabe. Zack, zack, zack. Das haben wir wieder nicht fertig. Also, mal weiter, zeig den Marmor und Tafel. Oh, das ist die Ordnung. So, zack. Wie gesagt, manchmal muss auch die Optik da auf jeden Fall mitspielen, ja? Das ist echt so. So. Schön. Also zumindest ganz okay halt auf jeden Fall, ne? Nicht super toll, ne? Also jetzt würde hier auf jeden Fall noch die Seite fehlen und wir könnten jetzt hier uns nochmal nach Lampen halt auf jeden Fall umschauen. Das heißt, hier einfach schon mal zumindest ein paar Fackeln ran, damit hier erstmal noch nichts spawnt. Jetzt schauen wir uns mal noch nach Lampen um. So, zack, 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 zack. Erstmal alles hier rein. So, jetzt brauche ich hier die Werkbank, brauche ich ja trotzdem, ne? Okay. Also, was bräuchten wir als nächstes? Wir bräuchten. Achso, ja, muss ich hier im Shapecoin hier in dem Crafting schauen. Lampen. So, Lampe. Das heißt, wenn, dann hätte ich halt ganz gerne. Also, was ist das denn hier? Colored Redstone Lamp. So. Invertierte blaue Lampe. Das heißt, wir bräuchten hier den Farbstoff, bräuchten Glasscheiben. Wenn wir das blau machen, oder je nachdem, ich glaube, blau wäre. Blau ist Illumar. Ist noch eine andere Möglichkeit. Nee, irgendwie nicht. Das heißt, wir bräuchten Glowstone-Staub, blaues Blumenpulver oder halt blaues Glas dafür. Ne? Okay, Glowstone hat mal ein bisschen was, aber nicht so viel, glaube ich. Glowstone. Ja, okay. Haben wir hier noch Lapis, Lazuli. Zack. Und da kriegen wir 32 Stück dafür raus. Ja, das ist doch schon mal ganz vernünftig. So, dann brauchen wir halt auf jeden Fall die Redstone-Fackel. Stock. Davon noch? Ja, da haben wir nochmal. 61. Redstone, zack. Dann geizen wir hier nicht. Wird man immer wieder mal finden, die Redstone-Fackel. Dann ist das in Ordnung. So, nee. Fackel. Zack. Und dann brauchen wir halt noch Glas, aber davon haben wir, glaube ich, wahrscheinlich nicht so viel da. 23. Wie sieht es mit Sand aus, grundsätzlich? Zu wenig. Dann werden wir das jetzt mal so machen, dass wir sagen, okay, wir bauen das hier ab. Nehmen das hier kurz dazu. Also das steppt dann sich dann hier rein. Und während der Zeit, wo er hier nichts zu tun hat, soll ich hier einfach mal einen gesamten Stack. Das, was ich hier habe, soll das mal maserweiten. Einfach mal zu Sand. Ja, dann kann er hier auf jeden Fall noch ein bisschen was daran basteln. So, den Generator, den würde ich hier ganz gerne erstmal nochmal hinstellen wollen. So. Also ja, hier das Eisenerz, was ich hier gerade noch zu bekommen habe, das können wir auch hier mal noch mit reingeben.
Das schadet jetzt auf jeden Fall auch nicht unbedingt. Hier nochmal. Oh, hier haben wir wieder ein paar Eier. Da war hier irgendwo so eine scheiße Neid. Könnte man eigentlich hier auch nochmal umbauen dann, ne? Ein bisschen näher ransetzen, theoretisch. Müsste man das dann eigentlich auch machen. Ja, naja, gut. Ja, Sand sind wir jetzt gerade noch mit dabei. Glas haben wir jetzt nicht so viel. Wäre jetzt im Grunde genommen halt nur das hier, was wir jetzt hier bekommen würden. Oder? Oder andersrum wahrscheinlich. Nicht? Achso, Glasscheiben. Achso, das geht ja noch. So, Glasscheiben, na gut, das geht ja. Da kriegt man sogar ein bisschen was raus dafür. Dann geht das ja doch. Das ist ja okay. Danke. Na ja, gut, so viel haben wir jetzt auch nicht rausbekommen. So war das jetzt auch nicht. Schade. Ja, 8 Stück. Ja. Naja gut, 8 Stück sind besser als gar nichts. Okay, wo setzen wir das? Würde denken, hierhin und hierhin und dann alle drei zum Beispiel, oder? Zack. Alle drei, ja. Genau. So hier. Oder vielleicht in der Mitte. Mitte beginnen vielleicht. Das wäre vielleicht. Würde sich das ausgehen? Ja. Aber dann müssten wir hier das halt wegsetzen, ne? Aber, beziehungsweise. Nee, das ist halt auch schon wieder falsch gebaut hier. Also hierhin und hierhin. Und dann müsste man halt sagen. Weiß ich nicht, dahin und dahin. Oder sowas in die Richtung, weiß ich nicht. So. So, ja, fuck. So, also, ohne nur hier hin. Ja, gut, das ist okay. So, zack. So, jetzt fehlt das eine hier noch. Ja. Ein bisschen asymmetrisch. Natürlich auch gleich nochmal auf dem Boden nochmal ein bisschen was machen. Können wir mal gucken, dass wir jetzt hier mit Glas rankommen. So, zack. Haben wir denn hier noch was drin vielleicht? Ne, haben wir nicht. Oh. Scheiß Blitz, Alter. Ist aber auch ein bisschen arg dunkel, ne? Dass hier noch irgendwie was spawnt. Dass manche Teile hier nicht zu 100% ausgeleuchtet sind, ne? Und dann sehe ich auf jeden Fall irgendwie mal was so richtig drin stehen hier. Das wäre natürlich auch nicht so cool. Ach ja, genau, wir wollten uns nochmal mit der Legierungsschmelze nochmal beschäftigen. Das wäre nochmal ganz gut. Also Legierungsschmelze von Ender.io wäre das. Das heißt, drei Öfen. Ein paar Eisenbahnen und einen Kessel. Einen Kessel haben wir sogar. Und halt den Chipsatz war das, glaube ich, gewesen, ne? So, jetzt ist der Ofen hier zumindest schon mal weg. Schön! Dann sind die Öfen hier schon mal weg. Okay. Haben wir vielleicht noch einen? Gucken wir mal. Haben wir noch einen Ofen? Ne, haben wir nicht. Schade. Ja, dann nehmen wir halt einfach gleich mal ein bisschen Bruchstein, zack. Und was denn das mal so zusammen? Achso, ja, so geht gar kein Ofen. Okay. So hier. Zack, zack. Okay, dann drei Öfen, vier Eisen und der Kessel. Der Kessel, den hat man ja schon mal. Das heißt, wir bräuchten ja noch den. So, ja, den.
Ja, hier brauchen wir Kupfer. Sieht das jetzt hier eigentlich hier drin aus? Das ist jetzt hier mittlerweile mal fertig geworden. Ah, Mist. Immer noch nicht. Irgendwas bei irgendwie 87%. Könnte vielleicht noch die Aufnahme fertig werden, weiß ich aber noch nicht. 20% in 2 Stunden. Dauert halt wirklich alles Ewigkeiten. Wow. Ja, wie dem auch sei. Ich wollte jetzt hier nochmal schauen. Also ich brauche als erstes Kupfer. So, nehme ich einfach mal ein bisschen was. Kupfer war ein Thema, das kann man kurz gemacht. Ja gut, das ist halt eigentlich scheinbar scheißegal. Welches Kupfer waren. Gold. Nuggets, ja, das ist gut. Und Redstone. Haben wir sogar noch ein bisschen was davon da. Das ist gut. So. Dann war das Rezept so hier gewesen, so. Das hier rein. Und soweit jeweils hier rein. So, Basiskondensator, okay. Gut. Ja, dann die Öfen waren die, glaube ich, hier so. Achso, nee, warte mal, das war erstmal noch anders. War erstmal noch das Eisen mit den Eisengittern, ne? Ja, Eisen. Ja, und die Gitter. Und nehmen wir uns nochmal ein Stack Eisen raus. Okay. War das, glaube ich, so hier. Die Gitter so angeordnet. Ja, genau. Dann haben wir hier die Hülle. Nehmen wir hier schon mal das hier so. Und so. War das so? Ne, irgendwas fehlt da, glaube ich, noch. So. Ein Kessel. Achso, Kessel. Hey. Also, Kessel. Den hatten wir ja schon mal geklaut gehabt, irgendwo raus. Zack, okay, da haben wir jetzt hier die Legierungsschmelze am Start. Okay. Aber haben auch keine. Ja, jetzt fehlt uns halt natürlich auch die. Na gut, das sollte eigentlich hier eine Ecke werden für Dingens. Ja, bla bla. Nicht gesehen. So, gut. Müssen wir halt erstmal hier reingeben halt, ne? Ich weiß nicht, woher. Ich weiß gar nicht, woher der hier die Energie kommt, ne? Irgendjemand speichert die Energie scheinbar. Keine Ahnung. Also, so wie gesagt, wir wollten auf jeden Fall dunkles Glas, ne? Dunkles Glas wäre dann halt im Grunde genommen dunkles Glas hier. So. Dunkles Glas, extra Utilities. So, und so. Achso, warte mal, das war hier Dark. War das nicht Dark? Ich hatte es doch vorhin gehabt. Glas. Verbreitet Licht. Dunkles Quarzglas. End.io. Genau, richtig. Und da brauchst du auf jeden Fall. Ich hab's jetzt erstmal gebaut. Ja, gut, Tintenbeutel. Ein Quarzblock. Den auch aus reiner Niederfass. Hm. Ja, warte mal, müssen wir nochmal gucken. Tintenbeutel oder pulverisierte Holzkohle. Na gut, oder halt Niederquarz, ne? Das wäre halt auch noch möglich. Dann kriegt man noch eine andere Möglichkeit, einen Quarzblock zusammen. Nee. Nur diese eine Möglichkeit. Das bedeutet. Ja, vielleicht ist er da in der nächsten Folge fertig. Leute, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal erst wieder. Ein bisschen was haben wir geschafft. Auch wenn es nach nicht viel aussieht. Aber ja, Kleinvieh macht bekanntermaßen auch Mist. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Bis zum nächsten Mal. Nach oben da. Tschüss. Und tschüss.